und wahrnehmen. Also die sind für uns wahrnehmbar und konkret. Bei diesem Bild geht es eigentlich um sogenannte Aura oder Qi. Auf Deutsch oder auf Englisch könnte man das vielleicht besser als elektromagnetische Felder übersetzen. Also das sind dann schon Sachen, die wir mit unseren Augen nicht mehr wahrnehmen können, was abstrakt ist. 也就是说，我们对这个人体的认识，以前只是肉眼看得见的部分，就觉得是真的。现在才发现，看不见的那个气，或者是用物理学的语言来讲，电磁波这些东西，对我们的身体的主宰和调节要更为重要。 Letztendlich könnte man sagen, unser Körper hat noch mehr als das, was wir mit unseren bloßen Augen wahrnehmen können. Und viele Sachen, die wir nicht sehen können, sind ausschlaggebend bzw. wichtig für unsere Gesundheit.大家来看看这张图，这个图里头给大家了一个启示：早期不是都是人的骨骼吗？就是大家看见的，还有骨骼，包括它的肌肉。最初它只是说被解剖学当成是。 Wenn wir unsere Skelett, also Knochenstruktur anschauen, ist das dann nämlich so, ursprünglich hat man gedacht, es hat nur rein physikalische Funktion, also sprich die Knochen stützt uns und es erlaubt uns dann vorwärts zu gehen. Und die Wissenschaft hat die Entdeckung, dass die Knochen und die Muskeln die größten Verbraucher sind. Durch neueste Untersuchungen hat man dann entdeckt, nämlich dass die Knochen und auch die Muskelstrukturen und Muskelsysteme von uns nicht einfach solche physikalische Aufgaben übernehmen. Sie sind gleichzeitig auch die größten Organe von unserem endokrinen System. Endokrines System heißt nichts anderes als Hormonsystem. Also sprich, dass unsere Skeletten und Muskeln auch wichtige körpereigene Bodenstoffe produzieren. 当我们认为的这些物理结构能够产生生物的和化学的变化的时候，我们就应该明白古人所说的话，就是说人体本身就是一个很大的制药工厂，只是说它制出来的药是我们称之为内药，它是没有任何毒副作用。Also letztendlich versuchen wir durch physikalische Stimulationen unsere biochemischen Systeme in Gang zu bringen. Unsere eigene Apotheke, unsere eigene Medikamenteproduktion anzukurbeln.看上去这个拍打拉筋是一个非常单调单一的动作，但是它根据人不同的年龄、不同的性别和不同的病，它会产生不同的荷尔蒙、不同的生物的化学的变化和不同的干细胞。 Obwohl 拍打拉筋anscheinend sehr einfach aussieht. Aber sie sorgen bei verschiedenen Patienten, bei verschiedenen Personen dafür, dass die fehlenden Bodenstoffe produziert werden.那么大家可能对我们这些理论还有点怀疑，就是说这些理论是从哪来的？这个都不是我编出来的。大家看看这个地方，事实上，在2007年的8月份，美国的细胞杂志上，哥伦比亚大学的一个教授叫Cassandra。 All das, diese Untersuchungen und Entdeckungen, was ich gesagt habe, habe ich ja selber nicht ausgedacht, sondern Sie können das ja sehr gerne nachlesen in der Cell Magazine von 2007, und zwar ein Artikel von Professor Gerald Carpentier von der Columbia University. 最初他们一个重大的发现呢，只是对胰岛素特别重视。所以当他们发现骨骼和肌肉能够产生胰岛素，就经过刺激之后，他们就有预言，就是在不远的将来一定有一个治疗糖尿病的新的方法会出现。Sie haben dann herausgefunden, dass unsere Skelette und Muskeln, wie gesagt, körpereigene Bodenstoffe, bei dem Fall Insulin, produzieren können. Und er vermutete durch diese Entdeckung, man bald revolutionäre Behandlungsmethode und Therapiemethode für solche Krankheiten finden wird. 只是当时他们知道了这个原理，但是并不知道这个临床的方法。直到中国大陆卫生部的一个研究员王教授，他到我们这个田野的时候，非常吃惊地发现，这个方法正好吻合了哥伦比亚大学的这个发现。Und letztendlich ist es so,
zwar eine theoretische Entdeckung gemacht, aber sie verfügen nicht über eine konkrete Behandlungsmethode, um sowas zu untermauern. Und es gibt einen Professor Wang von dem chinesischen Gesundheitsministerium, der versucht hatte, durch Feldversuche, durch tatsächliche Beispiele diese Art von Theorien zu untermauern. Er ist dann zu uns gestoßen. 现在我们从另外一个物理学、声学和振动学的角度来看，大家首先看到中药的这个药字的结构，药是从草字头底下是一个音乐的乐，也就是说，中国的古人认为所谓的药就是从草里头生出来的音乐。 Und jetzt machen wir eine kleine Ausflug in der chinesischen Kultur und Schriftzeichen. Hier steht das Zeichen für Musik. Oh, hier steht das Zeichen für Medikament. Was hier oben aussieht, ist nämlich ein sozusagen Rassymbol. Man könnte sagen, wenn man es unbedingt will, kann man auch ein Medikament als eine Art pflanzliche Musik, pflanzliche Töne verstehen. 它实际上就是一种频率的振动。 Denn was, wie funktioniert die Musik? Musik funktioniert durch Frequenz, durch Resonanz. 大自然、宇宙万物的一切组成，其实都是因为不同的频率，包括我们听到的声音，还有我们看见的颜色，还有不同的物质的这种形状，都是因为它有不同的频率造成的。 Alles, was in der Natur existiert, hat auch eine eigene Frequenz. 那么也就是说，我们现在进行的这个拍打，也可以说它是在制造一种药。为什么呢？因为拍打也会产生一种频率。 Und letztendlich durch Pfeiler, das Klopfen, wird dann eine bestimmte Rhythmus erzeugt und beziehungsweise stimuliert. 那么我们的身体其实就是一个非常非常完美的一个交响乐队。 Und letztendlich können wir unser Körper mit einem perfekten Orchester vergleichen. 这个里头的总指挥就是我们的心. Und der Taktgeber und der Dirigent ist nämlich das Herz. 那么五脏六腑和每个细胞，它们都是这个乐队的一个成员. Und man könnte sagen, alle unsere Organe, unsere Körperteile sind verschiedene Musikanten von dieser Orchester. 当我们单独的乐手，他的演奏的频率过慢或者过快的时候，就是一个杂音。而这个杂音，从医疗的角度来看，实际上它就是一个病，或者一个病点。 Und wie ein Arschgeiger den Misttönen also produziert und der ganze Orchester aus dem Takt bringt, könnte man sagen, dass unsere kranken Organe die gleiche Rolle spielen und sorgt dafür, dass unser Körper nicht mehr im Gleichklang funktioniert und arbeitet. Also man könnte vielleicht unsere Behandlungsmethode Paida mit einer Art von Schlaginstrument oder Schlagzeugmusik vergleichen. Und dieser Streichbach ist wohl das beste Symbol für Saiteninstrumente, für Streicher. 而当我们拍打垃圾的过程当中，发出的各种各样的声音，不管是快乐的还是忧伤的，都是什么？我们称之为都是一种声乐。 Und oft steuern unsere Patienten auch nur ihre eigenen Klänge bei, wie zum Beispiel Freude oder Schmerzensschrei. Und das kann man durchaus als eine Art Gesang von Musik ansehen. 所以一个指挥的主要作用就是把整个的乐队各种各样的杂音，通过一种新的共振的频率，把它慢慢的消弭掉，使整个的乐队形成一种和谐的这种波。 Also letztendlich hat das Herz die Funktion, den Takt, gesamter Takt für den Körper vorzugeben und dafür sorgen, dass unser Körper im Gleichtakt synchron arbeitet. 当整个的音乐和谐了，也就是说，我们五脏六腑的振动，通过互相的影响，最后达成一种和谐、完美的状态。这个时候，这个人就是健康。所以说，《黄帝内经》把健康之人称之为平人，就是平。